Mein Name ist André Kovac, ich bin leitender Geschäftsführer des Vereins mit dem langen Namen 321, 2021, 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Als leitender Geschäftsführer bin ich für die Vorbereitung, für die Planung und auch die Ausführung des Festjahres verantwortlich. Als ich vor 2 Jahren gefragt wurde, ob ich diese Herausforderung annehmen möchte, habe ich keine Sekunde gezögert. Es ist für mich ein großes Privileg, einen Beitrag zu diesem Festjahr zu leisten. Und es macht mich sehr stolz, mit so einem tollen, großartigen Team zusammenzuarbeiten, mit ganz unterschiedlichen Menschen, die unermüdlich daran arbeiten, dass unser Festjahr ein großer Erfolg wird. Und wir haben alle das Gefühl, dass wir jetzt, hier und heute das Richtige zur richtigen Zeit tun und dass hoffentlich die Gesellschaft bereit ist, auch eine gemeinsame Zukunft und nicht nur an die gemeinsame Vergangenheit zu denken. Als Jude in Deutschland betrifft mich das Festjahr natürlich ganz persönlich. Denn für meine Familie, für mich, für meine Kinder sind die Vergangenheit, die Gegenwart, aber vor allem auch die Zukunft jüdischen Lebens enorm wichtig. Wir müssen Stereotypen etwas entgegensetzen. Denn nur so können wir den ältesten Virus der Menschheitsgeschichte, den Antisemitismus, gemeinsam bekämpfen. Und es gibt so schöne Momente in der Arbeit, in der Vorbereitung des Festjahres. Zum Beispiel die Arbeit mit dem Sänger Chantel. Wir haben sehr viele Gespräche geführt über jüdisches Leben, über das jüdische Selbstverständnis, über die jüdische Zukunft des Lebens. Als der Song rauskam, als er released wurde, das hat mich fast zu Tränen gerührt. Eines der großen Events, das wir planen, ist Sukkot XXL, das weltweit größte Laubhüttenfest, das in Deutschland stattfinden wird. Und warum ist es das größte Laubhüttenfest? Nicht, weil wir eine große Laubhütte aufbauen, sondern weil wir es mit den Projektpartnern gemeinsam machen möchten. Und zu diesem Fest sind alle willkommen. Wir werden sogar eine Bauanleitung schreiben, sodass jeder einfach eine Laubhütte aufbauen kann. Und am Ende wählen wir die coolste Sukkah Deutschlands aus. Wenn wir zurückblicken, was wir mit diesem Jahr erreicht haben, dann würde es mich freuen, wenn wir sagen können, wir haben gemeinsam dazu beigetragen, dass jüdisches Leben einfach zum Alltag mit dazugehört, dass wir Gemeinsamkeiten entdeckt haben, dass wir keine Angst mehr vor Unterschieden haben und dass jüdisches Leben ein Stück zur Normalität des Alltags mit dazugehört. Und genau dafür steht dieses Festjahr.